Scheiße. Was war's mit dir? Ja, kannst du die gleich wieder ablegen? Da sieht man ein bisschen weniger hinter diesem Gerüst. So, der ist weg. Nope. Haben wir den schon mal weg? Wir können uns hier ein bisschen umschauen. Da oben gibt es noch einen Container, der offen ist. Wir müssen irgendwie hinter diesen Typen da kommen. Alter, die Mission geht lange. Aber ich bin auch ziemlich vorsichtig. Weil ich ja theoretisch eigentlich nichts falsch machen möchte. Gibt's halt echt nur den Allah, also diesen Stapler hier. Ich weiß nicht, ob man durchsprinten könnte. Weil er halt genau in unsere Richtung schaut. Nee, wir müssen von der anderen Seite da lang. Da ist jemand gerade um die Ecke gekommen. Ich hab's genau gesehen. Wir müssen irgendwie anders da rum. Der Typ ist auch ein Problem da oben. Guck mal, ich kann den sogar entsorgen. Oder? Den kann ich gar nicht. Ja, dann kommt er halt in eine dunklere Ecke. Drüben gibt es noch Munition, habe ich gerade gesehen. Sorry, dass ich hier so lange brauche, aber wir müssen das irgendwie gut hinkriegen. Der Typ da drüben ist ein Problem. Ja, auch der Typ und der Typ. Das heißt, man müsste noch weiter außen rum. Oder vielleicht eben doch oben lang. Oder ich gehe hier oben rein, damit ich nach unten komme. In den Raum hier unten.
und vielleicht von da nach außen komme. Mal schauen. Ich habe ja noch die Wurfmesser. Die könnten eigentlich vielleicht Typen in einmal umbringen. Und sonst könnte ich ja einen Katana nehmen oder ein Schwert. Schaden pro Angriff 89. Doof. Aber an die Wurfmesser habe ich gar nicht mehr gedacht. Könnten wir vielleicht bei dem Typen oben den Arsch retten? Aber ich glaube, der ist ziemlich gut gepanzert. Ich das richtig im Kopf habe. Ein gepanzerter Soldat. Dann bringt es mir auch nichts. Ich könnte theoretisch hinter ihm durchschleichen. Und zumindest versuchen. Hat mir das jetzt gar nichts gebracht, hier nach oben zu gehen. Der oben ist zum Glück ein bisschen blind. Sieht mich also gar nicht. Niemand mitbekommen. Sehr gut. Ja.
Hier oben gibt's gar nichts. Danke dafür. Dann kann ich gerade so gut wieder hier runter. Und wo kommt der Typ denn jetzt? Junge. Das ist noch ein Netrunner, deshalb hat man mich vorher geortet. Oder? Ja, Netrunner. Natürlich. Kann ich den mit einem Messer ausschalten? Aber ich sehe nichts. Nee, niemand da. Ist das schlau? War das schlau? Gun investigate. Was mit dir? Das Problem ist einfach, dass man niemanden irgendwo Schluss sind doch fast alle einfach weg. Dann könnte ich jetzt versuchen, von dieser Seite hier rauszuschalten. Hört man nicht, oder? Hört man nicht. Leise rieselt der Schnee. Lass mal sehen, was gibt's hier. Der ist draußen. Lassen wir lieber mal. Aber ihn packe ich mal hier rein. Schon mal gut, dann haben wir den auch. Sorry, Takemura, dass das so lang geht. Aber wir müssen da vorsichtig vorgehen. Man hat ja gesehen, was da rauskommen kann, wenn ich es falsch mache. Okay, offensichtlich wird das nicht so geplant, wie ich das jetzt mache, aber ist ja egal. Leise.
solange wir da reinkommen. Assassine auf Gangster-Tour. Fällt auch gar nicht auf, dass er weg ist. Zuerst mal kurz noch hier umschauen. Ob es hier irgendwas Spannendes gibt. Nicht wirklich viel. Um ehrlich zu sein. Noch kurz oben, weil der Typ kommt eh gleich wieder zurück und wir müssen die Software installieren, wenn er weg ist. Okay, hier gibt's nichts. Ich weiß ja schließlich nicht, wie lange das geht. Und gleich bewegt er sich wieder. Schätze ich mal. Ich hoffe, er sieht ihn nicht unter der Treppe. Aber vielleicht kann ich den ja auch noch ausschalten. Ah ne, der schaut genau hier hin. Muss ich kurz warten. Ich glaube, es sind nur noch die zwei, wenn ich das richtig sehe. Komme ich da hoch? Natürlich nicht. Ups. Dann ist das bloß der halbe Schaden. Was ich denn mache? Bringt leider nicht allzu viel. Komm ich da, ich komm da nirgends. Außer von vorne. Shit! Da war ernsthaft noch einer, den ich nicht gesehen habe. Ah, dann ist jetzt doof gelaufen.
Habe ich hier alles für gar nichts gemacht. Unnötig war das jetzt. Es wissen alle, dass irgendjemand hier eingedrungen ist. Shit. Einer habe ich übersehen. Nicht gut. Und jetzt bin ich noch überladen. Noch schlimmer. Kann's ja nicht gehen. Bisschen ruhig. Eigentlich soll ich den Auftrag abschließen, damit ich nachher einfach schnell hier weggehen kann. Wahrscheinlich mache ich das auch lieber. Leider haben sie es wahrscheinlich jetzt mitbekommen. Das da. Float's ours to do with as we please. You can fly to Tokyo if you want. Haha, I just made you that. Good work. Now, it is my turn. Can you see? Terrible chaos. Even the roof is slowly. B, the roof! That is your wheel! There are buildings around. Smaller ones. Use them to come down. B, you must hurry. An Arasaka AV approaches. Ich sehe schon. Arasaka reinforcements are here. Eben das wollte ich halt nicht. Oh, fuck man. Komm, ich möchte es. Sorry, ich hab's jetzt so weit geschafft. Ich möchte es wirklich gut durchspielen. Ich weiß, ich habe gesagt, ich lade nicht, bla 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 und so weiter, aber ja, ich finde es doof, wenn wir alle immer enttäuschen und ich alles immer vermasseln. Weil eigentlich hätte ich es ja so gesehen gehabt. Ich muss nur noch die Software installieren und dann raus. Das war's. Das wäre es ja gewesen. Nix anderes. Float's ours to do with as we please. You can fly to Tokyo if you want. Haha, I just may do that. Good work. Now it is my turn. Can you see? Terrible chaos. Even the roof is slowly. B, the roof! That is your wheel! There are buildings around. Smaller ones. Use them to come down. Okay. Das nehme ich trotzdem noch kurz mit. Eben, ich hätte es ja eigentlich geschafft. Und wir wären heile davon gekommen, wenn das jemals jemand etwas bemerkt hätte. Und er kommt immer für Stärkung. Sieht zumindest gerade nicht so aus. Worked. Excellent work, B. Okay, what now? Now we retreat into the shadows and arm ourselves with patience. I will contact you before the parade. Until then, try not to get into any more trouble.
As if I wasn't in enough already. What the fuck was das denn? Gimme Danger. Abgeschlossen in Anführungszeichen. Ich weiß, ich habe ja ein bisschen gecheatet eigentlich so gesehen. I'm sorry. Aber ich finde, das war's wert. Wie gesagt, wir hätten es ja eigentlich schon gehabt. Hier wurde bloß ein bisschen zu viel. Und das hat mir dann das Genick gebrochen. Was ist denn das hier für eine Tür? Eine Tür ins Nirgendwo. Alright, dann hätten wir das geschafft. Ich weiß, ich weiß. Eben bloß halbwegs eigentlich. Aber mal schauen, ob es irgendeine Auswirkung hat oder nicht. Wenn wir das still und heimlich erledigen. Statt als würden wir erwischt werden. Im ersten Anlauf des Spiels wurde ich nämlich auch erwischt. Und dann habe ich einfach alles auf und los über den Boden geballert. Und daher mal schauen. Und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich schneide das Ganze hier in ein paar Folgen. Ziemlich lange gedauert hat das Ganze, 2 Stunden für eine Mission. Oh Mann. Naja, was soll's. Vielen Dank und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder bei Cyberpunk 2077. Haut rein. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.